Ohne dass ein Rennen gefahren worden wäre, war Karl Magerich sein Titel los. Aber wenigstens Platz 2 in der Meisterschaft sollte es werden. Beziehungsweise vielleicht zum Abschluss ja noch einen versöhnlichen Laufsieg. Magerich auf jeden Fall in Führung. Nebel, Ranseder, Bauer, Katlin in der ersten Kurve. Und Karl Magerich drückte ordentlich aufs Tempo. Die Show der Australier an der Spitze. Denn auch Damien Katlin zeigte sich da von seiner besten Seite. Hier die Stelle mit dem Ölbindemittel. Immer noch beträchtliche Staubentwicklung dort. Und Magerich vor Katlin im Motodrom auf 3 Michi Ranseder. Dann dahinter die KTMs. Nebel, Bauer, Smirz. Und so sieht's aus, wenn der Meister Druck macht. Martin Bauer versuchte ebenfalls in diesem letzten Lauf der Saison, in seinem letzten IDM-Lauf, für lange Zeit, denn er wird ja nächstes Jahr nicht dabei sein, nochmal alles zu zeigen. Er soll die KTM weiterentwickeln auf WM-Reife. Das ist der Plan. Das Feld der Superbiker nicht immer so eng zusammen in dieser Saison. Und Damien Katlin in dieser Phase des Rennens der Schnellste. Aber Magerich kontert sofort wieder. Bauer auf der 3. Position. Vorne, das ist die Honda von Karl Magerich. Dann die BMW von Damien Katlin. Dann die Zweizylinder-KTM des Meisters Martin Bauer. Und dann Michi Ranseder, der ja auch noch Zweiter werden kann. Und diese Aktion hier von Damien Katlin, da hat er richtig Glück. Und dass er da sitzen bleibt, Respekt. Ein großes Fahrtalent, der 29-jährige Australier. Mal sehen, wie es für ihn in der MotoGP läuft. Er dort auf der Pramac Ducati in Motegi, der Ersatzmann von Loris Capirossi. Und hier bei der IDM, Michi Ranseder mal wieder in Führung. Die schwarze BMW, Magerich versucht aber gegenzuhalten. Harte, spektakuläre Manöver, auch Bauer versucht sich da innen gleich noch vorbeizumogeln. Aber Michi Ranseder ist ein klasse Motorradrennfahrer. Mittlerweile gereift und was er für eine Saison gefahren hat, Respekt. Ein kleines, aber feines Team und starke fahrerische Leistungen von Ranseder. Die Aktion, mit der er sich vorbeibremst an Magerich. Und dann machte er ernst. Dahinter der letztjährige Titelträger und sein Nachfolger im Zweikampf. Und auch Stefan Nebel kam noch richtig auf. Smirz, Fennemann, allesamt dahinter vertreten. Katlin weit zurückgefallen, versuchte sich vorzuarbeiten. Gareth Jones liefert diese Bilder. Katlin wieder vorbei. Am Ende Damien Katlin auf der 5. Position. Starke Leistung, wenn wir berücksichtigen, was ihm da Mitte des Rennens passiert ist. Das hat er gut weggesteckt. Und der Kampf um die Position. Nebel vorbei an Magerich. Und da sitzen schon die beiden Australier. Der eine fürs Wilbers BMW Racing Team, der andere für Alpha Technik unterwegs. Katlin also vor Gareth Jones. Und Bauer gab nochmal alles, um an Michi Ranseder vorbeizukommen. Klar war zu diesem Zeitpunkt österreichischer Doppelsieg. Nur ähnlich wie am Red Bull Ring, Michi Ranseder nicht zu bezwingen. Wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn die eine oder andere unglückliche Aktion nicht so gelaufen wäre. Michi Ranseder auf Kurs, den Vizetitel zu holen. Dafür kann er sich nicht allzu viel kaufen, aber eine starke Leistung von ihm. Und Bauer noch einmal mit einer meisterlichen Fahrt. Am Ende aber ohne Chance gegen Michi Ranseder, der ein ganz starkes Saisonfinale zeigte. Ich habe mir vorher das Moto2-Rennen angeschaut und MotoGP-Rennen und habe mir gedacht, jetzt gehe ich aus und haue so richtig einen drauf. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Und
Aber am Anfang im Rennen ein bisschen einen Verbremser gehabt, darum war ich relativ weit hinten, habe gesehen, dass die nicht so schnell fahren können. Habe geschaut, dass ich gleich wieder durchkomme überall und geschaut, dass ich Pace mache. Habe dann zum Schluss Martin nochmal hinter mir gehört und mir gedacht, hoffentlich greift der nicht an. Ranseder, Bauer und Nebel also auf dem Podest.